Wichtig, Tor entwaffnen mit den einfachen Superfragen. Sie drängen sich immer in den Vordergrund, diese Typinnen und Typen, die Narzissten, die Wichtigtuer, die Blender, in Meetings oder auch in Gesprächen. Das sind die Lauten, die sich ja auch noch für was Besseres halten. Dabei bist du häufig inhaltlich, sachlich, fachlich einfach besser als diese Leute. Die sind nur lauter und dreister. In diesem Video erfährst du, wie du diesen Blendern und Wichtigtuern mit einfachen Superfragen souverän den Wind aus den Segeln nehmen kannst. Bestimmt versuchst du das immer wieder und gehst inhaltlich auf diese Geschichten ein. Also du kommst mit Sachkompetenz daher oder du lieferst Argumente und hast vielleicht sogar sehr gute Argumente. Du pochst darauf, dass die Etikette eingehalten wird, die Regeln in einem Meeting beispielsweise, oder du versuchst selbst lauter zu werden. Warum funktioniert das nicht oder zumindest nicht so gut, wie du dir das wünschst? Ja, wenn du mit Inhalt daherkommst, dann ist das die Sachebene und der Narzisst, der Blender an sich, der kommt emotional ums Eck. Das heißt, er wird laut und er kommt überzeugend mit Körpersprache und solchen Dingen daher. Da kommst du mit inhaltlichen Dingen einfach nicht dagegen an. Das ist die Sachebene. Und die Sachebene ist im Verhältnis zur emotionalen Ebene eher schwach. Wenn du Argumente lieferst, sogar wenn es gute Argumente sind, naja, die fordern fast schon die Gegenargumente. Und der Narzisst, der selbstsichere Blender, der wird deine Argumente mal locker in der Luft zerreißen. Etikette und Regeln, naja, das ist das Lieblingsspiel von Blendern und Narzissten. Die pfeifen auf Regeln oder gar Etikette. Im Gegenteil, sie haben richtig Spaß daran, diese Regeln zu brechen. Wie kannst du es jetzt lösen? Wir haben ja schon von den einfachen, klaren Superfragen gesprochen. Also, wer fragt, der führt, wer argumentiert, verliert. Nutzen wir das doch auch, um Blendern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Was sind jetzt diese einfachen Superfragen? Du kannst diese Fragen auf jedes Thema anwenden. Ein Beispiel: Warum glaubst du eigentlich, dass du mit der Art und Weise überzeugen kannst? Oder sie sind provokativ. Geht das auch in gut? Die Besten sind die, die die Antworten erzwingen. Also wenn sich jemand aufblustert und auf Wichtigtour macht, dann kommt doch mal mit so einer Frage ums Eck, die ihn in die Ecke drängt. Wie meinst du das genau? Superfragen sind ein Element der Kommunikatorik, dieser neuen Weiterbildung, die dich selbst wirklich weiterbringen. Also beispielsweise, um den Wichtigtouren etwas entgegenzusetzen, und zwar entspannt, smart und clever. In der Kommunikatorik findest du einen einfachen und schnellen Weg, dich weiterzuentwickeln. Das heißt, du kannst das Heft in die Hand nehmen und musst nicht wahnsinnig viel lernen. Das Ganze geht schnell und flott, weil wir die Dinge wirklich auf dich anpassen. Dazu kommt, dass wir die wirkungsvollsten Methoden aus den Medien geklaut haben. Das heißt, dort müssen die Dinge wirklich jeden Tag und sehr schnell und spontan funktionieren. Was noch besser ist, das, was wir tun, ist typgerecht. Wir ermitteln deinen Überzeugungstyp und nutzen nur die Methoden, die dir helfen, weiterzukommen. Es geht also nur um die Dinge, die du schnell und leicht tatsächlich in der Praxis umsetzen und brauchen kannst. Wir nutzen das 20-80-Prinzip. Mit 20% der Methoden 80% der Wirkung zu erzielen. Und das Schönste, du kannst bleiben, wie du bist. Du musst dich nicht verbiegen und Dinge lernen, die gar nicht zu dir passen. Persönlichkeit und Authentizität sind ja mit die wichtigsten Überzeugungsfaktoren überhaupt. Denn du nutzt die Stärken, die du schon hast. Und im Kommunikatorik-Training findest du genau die super Fragen, die zu dir passen und die auf deine Typen von Narzissten und Blendern passen. Damit nimmst du ihnen den Wind aus den Segeln, garantiert. Komme gerne in die Kurzberatung. Wir ermitteln deinen Überzeugungstyp. Das Ganze dauert 20 bis 30 Minuten. Dann ist die Sache klar. Und wir ermitteln deine Superfragen, die am besten zu dir passen, damit du gegen Narzissten gewappnet bist. Klicke unter dem Video auf den Link. Du kommst zum Kalender, wähle deinen Termin und komme ins Gespräch. Narzissten und sowas für immer ade.